Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Premiere von Galileo. Ab heute sind wir immer von Montag bis Freitag für Sie da und wir möchten Sie jeden Abend mit faszinierenden Phänomenen, außergewöhnlichen Geschichten und aufregenden Bildern unterhalten und verblüffen. Lass uns mal ganz kurz reden über deinen ersten Auftritt, Ayman. Ich muss sagen, du hast dich nicht verändert, tatsächlich. Und das hier George Clooney von ProSieben des deutschen Fernsehens. Das ist natürlich nur reingefärbt. Ja, vielen Dank, Stefan. Also ich war da schon. Wie alt warst du da? Über 30. Ja. Ja, und wenn ich heute drauf schaue, denke ich mir, mein Gott, der ist frisch von der Schule irgendwie. Also du bist sehr viel jünger als 30, ja. Ja, Tarim, danke schön. Wird man unfreiwillig zum Bettnässer, wenn die Hand in warmes Wasser gelegt wird? Meine erste Story. Für unsere Zuschauer geht Galileo-Reporterin Funda der Sache auf den Grund. Jetzt stehen wir vor einem Internat. Heidi? Und das hat mit deiner Frage zu tun. Es gibt ja diesen Mythos, dass wenn Leute schlafen und man legt ihren Finger in warmes Wasser, dass sie sich dann ungewollt in die Hose machen. Ist da was dran? Das werden wir für dich rausbekommen. Oh mein Gott. Was war da los? Ich weiß auch nicht, was waren das? Diese Zöpfelinchen da, keine Ahnung. Funda und Joe wagen einen ersten Blick unter die Bettdecke. Noch ist alles trocken. Aber vielleicht braucht es ja eine gewisse Zeit, bis es funktioniert. Also wie schamlos eigentlich, Funda, du angefangen hast hier. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Gödde. Ich bin der Neue hier bei Galileo. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Alter, warum denn im Anzug so mit... Voll fein. Und wir fangen auch gleich an mit einem echten Jubiläum, das uns allerdings sehr viele Rätsel aufgibt. Habe ich dich danach noch mal mit Krawatte gesehen hier? Nie. Nie wieder, oder? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie eine Bewerbungsmoderation. Ob ich dachte, weißt du, Ayman ist da, jetzt muss er jetzt mal besonders schick machen. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat auch ein bisschen was Beerdigungsmäßiges, so mit Schwarz und Weiß. Na, war schon sehr seriös.